Where I come back, people. Just do it again. Yeah. Welcome back, people. New video. Welcome back, people. New video, new subject. Today's subject is going to be things on the African parents do. Das war schon mit meinem Englisch. Ich würde sagen, let's get started. Die Dramatik. Also das ist ein Bissau. Bissau sind afrikanische Stoffe. Man muss sich das so vorstellen. Ich weiß nicht selber, ich kann nicht. Okay, dann dreh dich rum. Man muss sich das so vorstellen. Ich bin jetzt die Mutter. Mache, oder? Steig auf. Wirklich jetzt? Steig auf. Mein Kind, stell dir vor, das ist ein Baby. Man muss sich dann so, das ist das Baby, stellt euch das einfach Kleider vor. Oh, wow. Und dann? Finger weg. Sorry. Und dann bist du natürlich die Mutter. It's my mom. Talk. Okay. Ja, das ist die Frage, ich beantwortet. Jeder wurde mal. Jeder wurde so getragen. Und das ist praktisch, ja? Das ist echt praktisch. Ja, du hast die Hände frei, weil die müssen mit dem Kopf arbeiten. Telefoniert und kocht und hinten drauf und das Kind ist heult. Und siehst du, wie der Kopf da hinten ist? Was hast du denn so hart? Die Kinder aber was? Telefonieren ist halt eine schwierige Sache. Früher wurdest du zuerst losgeschickt, um Telefonkarten zu haben. Global Tel! Oh mein Gott! Es gab aber so viele Karten. Ja, so viele. Und dann meint die irgendwie: Hallo? Oh, sorry, dann nehm mal. Hallo? Ich stelle so: Mama, nur wenn du schreist, hören die dich nicht vor. Einmal machen die so: Hallo? In der Zeit, wo die sich das anschauen, sagen die Hallo. Und dann denken sie, niemand hat geantwortet.
Atta Bese, weil man tut so gut. Anna, Sarah, Bobo. An Sarah, der erste gebraucht. Boah. Danke, Mann, dass du mich jetzt so roastest. Ohne Scheiße, ich bin geroastet. Man will nicht telefonieren, dann wird man gezwungen zu telefonieren. Man bekommt alles vorgesagt, man spricht es nach und am Ende wird es beleidigt. Weil ich weiß, was ihr nicht. Hab ich überhaupt gesagt, ich will mit denen reden? Und dann sagst du, bäh. Bäh. Ihr seid einfach. Gesicht dieses. Und sobald du redest, kommt Pointing. Und du denkst dir so, hey, hey, pass auf, du kriegst gleich einen steifen Nacken, was soll das? Wild mit den Händen gestikulieren. Das ist eine Sache, die African Parents wirklich sehr gerne machen. Wenn irgendwas wirklich hart ist, dann macht man. You talk until it's done. Mm-hmm. Sessa. Oder meine Mom geht. Manchmal zu Lotto, die hat gemacht, komm her. Lass sie! Aha! Aha! Und du denkst dir dieses. Ich hab eine Antwort, glaube ich. Mein Bruder und ich, meine Eltern sind immer einkaufen gegangen, jeden Samstag. Ich glaube, das machen alle, ne? Mhm. Auf jeden Fall dürfen wir eigentlich kein Fernsehen schauen. Manchmal ja, manchmal nein. Oh. Und dann, wir haben. Komm, ja, komm, Schwester, lass. Sobald sie die Tür zugemacht haben, haben wir die Glotze angemacht. Wir haben 2 Stunden lang durchgeschaut, ne? Auf einmal hören wir so, wie die Schlüssel, ne? Wir haben noch da. Oh, ihr hört die Schlüssel? Wir hören die Schlüssel. Auf einmal hören wir so, Chef, alles ausmachen. Und dann sitzen wir dann irgendwie so ganz brav so, oder keine Ahnung, gucken in Zeitschrift genau. Oder so. Genau, so Hausaufgaben. Mein Vater kommt, guckt uns so an, denkt so, ja, das kann ja wohl nicht stimmen, ne? Berührt den Bildschirm. And you know, we kind of fucked up. Die Hand geht einfach nur so, und du denkst, no, 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 no. Und dann nimmt er einfach die Hand. Und dann dieser Blick vom Fernseher einfach zu dir. Und du denkst dir so. Manchmal, was nicht? Ohne Scheiß. Ja. Jemand ist in die Küche gerannt, hat aus dem Fenster geguckt. Mama, der ist da! Mach den Fenster auf! Und alles sauber machen. Ja, man hat ja gegessen, alles auf dem Tisch. Man hat im Wohnzimmer gegessen. Genau. Wenn du Ärger bekommst, Geschichten von vor 5 Jahren wieder hervorholen. Bei dir nicht? Girl, you gotta work on your Hallo, job. Ich hab dir einfach nur reinkopiert. Ja, was ich vorlesen soll. Also, übersetzt. Du machst irgendwas falsch, mal wieder, bekommst Ärger und deine Eltern meinen hier irgendwie so eine Liste raus. So. Alles. Und dann lesen sie so vor. Das ist echt katastrophal, wenn man Streit mit seinen Eltern hat. Oder nein, was heißt Streit, wenn man was angestellt hat? Zum Beispiel, man hat das Geschirr nicht gewaschen. Ein Löffel. Es ist ein Löffel in der Spüle und ein Teller, sagen wir mal. Und dann heißt es, das ist deine Aufgabe, du hast sie nicht gemacht. Du bist respektlos, du bist faul, du bist ein Nichtsnutz. Die haben Frieden, die kriegst du immer scheiße. Du bist wie willst du deine Familie ernähren? Du bist ein schlechtes Vorbild. Du wirst nie einen Mann finden. Du bist ein Rabenmutter. Deine Kinder werden scheiße. Und du gehörst nach Afrika geschickt. Du hast keinen Respekt. Du hast keinen Respekt. Und du stehst da so nichts, okay? Was die dann oft bringen und was mich wirklich jedes Mal innerlich zur Weißglut bringt, ist: Hast du nichts dazu zu sagen? Und wenn du was dazu zu sagen hast, wieso hast du was zu sagen? Nein, das wollte ich dieses Nicken, das letztes so. Du machst nur nichts, nichts, aber du machst gar nichts. Du nicht. Ein Cash. Vor allem so. Genau so macht er so. Ja, aber haben wir das hier. Entschuldigung. Ah!
20 Minuten später. Durch dieses Handy schreist, hört sie Müsste ne? Eigentlich, ja. Man hört ja so ein bisschen was. Ich weiß, heutzutage, man legt auf und ruft einfach wieder an, weil es geht nicht. Ich würde sagen, last thing, ja. Dich wecken, bevor dein Wecker klingelt. Das ist die Bitch. Bitte? Dich wecken, bevor dein Wecker klingelt. Ich meine, ey. Die wissen doch, dass wir uns einen Wecker bestellt haben, weil wir um eine bestimmte Uhrzeit aufstehen wollen. So. Es ist nicht mal übertrieben, ne? Nein, es sind nur 3 Minuten oder so. Ja. Und das macht mich mal wahnsinnig, weil 3 Minuten Schlaf. Ja, nein, aber es geht mir einfach ums Prinzip. Du stehst auf, du wirst um sechs geweckt, um zu beten. Ihr betet und dann sagt es, okay, wir frühstücken um 9. Stell dir den Wecker um 8, damit du Brötchen kaufen kannst. Okay, ich gehe zurück, ich stelle mir meinen Wecker um 8. Of course. Mein Papa kommt hier um 5 vor 8 reingestimmt. Ah, was habe ich dir gesagt? Aufstehen. Ich denke mir so. Hallo? Really, nigga? Mein Wecker klingelt gleich. Und der diskutiert so lange, bis er den Wecker hat. Ah, ja, sehr rüber. Ich denke mir so. Da? Obviously. Obviously. Oh. Ich habe das Gefühl, das schmerzt innerlich, wenn die sehen, dass du nichts zu tun hast. Wenn du am Wochenende schlafen gehst. Genau das, diese Woche. Es kommt einem irgendwie so vor, als würde alles, was da draufsteht, mindestens 5 Mal passieren, weil es wirklich so ist. Ne? Das ist einfach übertrieben. Es guckt auf die Uhr so richtig, so ganz gechillt. 5:43 Uhr. Ich höre die Tür knallen, meine Augen fliegen wieder auf. Ich gucke auf die Uhr. 5:48 Uhr. Ich denke so, wow. Ich habe mich nur so Hurricane. Oh, wow. Oh, wow. You did really good. Oh, my God. Wow. Was? Manchmal, wenn Leute bestimmte Memes. Das Meme, das ist so populär. Oh mein Gott, wow, kennst du natürlich jetzt das. Doch, ist es der Typ, der sein Figge da. Nein, ist der Typ mit seinem Freund im Krankenhaus und meinte, nein, come back. Nein, das ist mir. No. No. Oh, das ist der Nigga Song. Moment. Really miss my nigga. My people you can sing it to, just change your N to a W. Really miss my wigger. That's nice. No, white people you can say it to, just change the N to a W. And then I swing for white people. Yes! It's like an OM. Oh my God, wow, African guy. Das kennst du locker. Oh mein Gott! Wow! Okay, Leute, damit wären wir schon beim Ende unseres Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir alles da, alles Mögliche. Comment, Like, was auch immer. Subscribe, macht die Bell an. Runter in die Box. Ich blende euch alles Mögliche wahrscheinlich nicht ein. Also, bro! Von alleine. We have name down in the comments. Und ja! Und ja! Mein Gott! Ja! Zum Ende schmeißen wir einfach alle unsere Handys auf den Boden. Gut! Ich kaufe mir gescheite Hüllen, deswegen mache ich mir nie Sorgen um mein Handy. Do me a favor, please. Get out of here. Get out of here, man. Shit, I'm saying. Hey, Leute, danke fürs Zuschauen und till next time.